Irgendwie klingt diese Geschichte erst einmal vollkommen unvorstellbar. Eine Krebsklinik wirbt mit Bildern von Toten für Krebstherapien. Genau das ist der Vorwurf gegen eine Klinik in Oberbayern. Natürlich ist sowas nur möglich, wenn keiner ahnt, was mit diesen gezeigten Patienten wirklich passiert ist, die da plötzlich auf der Homepage des Krankenhauses aufgetaucht sind mit ihrem Foto und ihrer angeblichen Heilungsgeschichte. Und da waren sie schon tot. Nicht nur deshalb, auch wegen angeblicher Wunderverfahren steht diese Klinik jetzt besonders in der Kritik. Professor Karl-Reinhard Aigner, Krebsspezialist im bayerischen Burghausen, operiert seit 30 Jahren mit einer speziellen Methode, die sogenannte regionale Chemotherapie. Gleich behandelt er eine Patientin, eine Frau Mitte 40, erneut an Krebs erkrankt. Bauchspeicheldrüsenkrebs ist operiert und dann ist der Krebs wiedergekommen. Die Ärzte führen einen Katheter ein, spritzen Krebsmedikamente direkt an den Tumor heran. Regionale Chemotherapie nennt sich die umstrittene Methode. Die Deutsche Krebsgesellschaft kritisiert das angebliche Wunderverfahren des Dr. Aigner. Gerade sogenannte austherapierte Patienten sind in der Regel die Patienten, wo der Tumor in vielen verschiedenen Regionen des Körpers ist, in vielen verschiedenen Organen. Und genau die eignen sich für die regionale Chemotherapie nicht. Aigner und sein Team operieren allerdings seit Jahren mit dieser Methode. Viele der Patienten haben von Aigners Therapie im Internet und aus Zeitungen erfahren. Artikel, die er auf der Homepage der Klinik sammelt, erwecken den Eindruck, seine Methode sei erfolgreich. Von einer sanften Chemotherapie und von Heilung ist PR-trächtig die Rede. Der Krebs wurde angeblich besiegt. Das Zynische: viele der Patienten sind längst tot. Sie leben nur in der Werbung weiter. Erika Reimers aus Stelle bei Hamburg hat Speiseröhrenkrebs, erfuhr vor etwa 3 Jahren aus der Zeitung von der Aigner-Therapie. Meine Nachbarin, die hat mir da eine Annonce gegeben, wo das drin stand, dass der Professor Dr. Aigner also Krebs heilen kann. Insgesamt 4-mal wurde sie scheinbar mit Erfolg operiert. Jetzt ist der Krebs wieder da. Sie bekommt Chemotherapie in einem regulären Krankenhaus. Denn hinzu kommt, die Aigner Klinik ist eine Privatklinik. Der medizinische Dienst der Krankenversicherung befürwortet und bezahlt diese Therapie meist nicht. Sie gilt als experimentell. Um hier eine Aussage machen zu können, braucht man eine Vergleichsstudie. Und von Professor Aigner und der Abteilung, seinen Mitarbeitern, wurden bisher noch die ganzen Jahre, in denen er auch immer wieder publiziert hat, keinerlei Vergleichsstudien vorgelegt. Immer wieder gibt es Streit unter Fachleuten um die Behandlungsergebnisse. Aigner selbst verweist auf angebliche Erfolge und sieht sich von Feinden umgeben. Da sind die Gutachter wohl von anderer Seite beeinflusst. Von welcher? Also von Kollegen. Ja, Kollegen von den Hardlinern der systemischen Chemotherapie. Keine überzeugenden wissenschaftlichen Studien und Werbung mit verstorbenen Patienten. Experten kritisieren. Sein Business ist Geld verdienen. Und zwar auf Kosten der Patienten. Professor Aigners Geschäft mit der Hoffnung geht erst einmal weiter. Auch wenn seine Außenseitermethode bei Krebserkrankungen äußerst umstritten ist. Die Gefahr, mal irgendwann im Leben von einem Hai gebissen zu werden, die ist eher gering. Wir alle wissen, der Mensch steht nicht gerade vorn in der Nahrungskette eines Hais. Aber Hollywood und diese Filme, die haben es ja doch irgendwie geschafft, dass wir doch zumindest so einem Tier beim Schwimmen eher nicht begegnen wollen. Außer man ist vielleicht Taucher und deshalb ganz besonders fasziniert von Haien. Hai-Angriffe sind dann für viele die Bestätigung doch dieses inneren Grusels. Sie sind eben nicht zu unterschätzen. Aber in diesem Fall war wohl auch ein bisschen Leichtsinn dabei. Letitia Brower war eine leidenschaftliche Surferin. Gestern bezahlte die Australierin ihre Begeisterung mit dem Leben. Nach einer Hai-Attacke verblutete Letitia an der Südküste Australiens vor den Augen ihrer Familie. Die steht unter Schock, ringt um Worte. Wir sind alle völlig am Boden zerstört und tief traurig angesichts dieses tragischen Unfalls. Unser einziger Trost, Letitia starb, als sie das machte, was ihr sehr viel bedeutete. Sie und ihre Familie liebten das Meer. Oft gingen sie mit ihrem Vater und ihren Schwestern Wellen reiten. Ein weißer Hai, hier Archivbilder. Der größte Raubfisch der Meere hat das Mädchen möglicherweise angegriffen. Erst vor wenigen Tagen waren 2 weiße Haie in der Gegend gesichtet worden.
die Südwestküste Australiens. Hier geschah es nahe des Badeorts Esperance in der Wiley Bay. Ein Surferparadies, allerdings tauchen dort immer wieder Haie auf. Die 17-Jährige verbringt dort mit ihrer Familie Ostern, geht gestern mit ihrem Vater surfen. Soweit ich weiß, surften Vater und Tochter gemeinsam weiter draußen, wo die Wellen brechen. Dabei kam es zum Angriff. Der Vater versuchte alles, um seine Tochter zu retten. Der Hai beißt Letitias linkes Bein ab. Dem Vater gelingt es, seine Tochter an Land zu ziehen. Besonders tragisch, hilflos müssen die Mutter und zwei Geschwister vom Strand aus zuschauen. Rettungskräfte sind schnell vor Ort, trotzdem verblutet das Mädchen. Es war traumatisch, einfach schrecklich. Man tut, was man kann, aber die Situation war einfach aussichtslos. An gleicher Stelle war vor 2,5 Jahren ein Surfer bei einem Angriff schwer verletzt worden. Trotzdem ist der Strand unbeaufsichtigt. Haiattacken in Australien, nichts Ungewöhnliches. So konnte dieser Mann Ende 2016 verletzt an Land schwimmen. Einer von 24 Angriffen im vergangenen Jahr. Nur 2 verliefen tödlich. Die Polizei untersucht jetzt das Surfbrett des Opfers, um anhand der Bissspuren die Haie zu bestimmen. Strand geschlossen. In Wiley Bay erinnert nur ein Schild an das tragische Schicksal von Letitia Brower.